Da war eine sehr merkwürdige Werbung. Eine wirft einen Basketball ganz hoch. Und als die Kamera nach oben schwenkt, bin ich im Stream. Hallo, also. Hallo, Ria. Was zur Hölle ist das denn bitte für eine Werbung? Hat sich den Schwachsinn denn ausgedacht? Wird gelyncht. Wird einem ja schlecht bei. Keine Ahnung, als ob sie nicht fertig wäre. Ja, da bin ich mir auch so. Das fühlt sich dann doch so voll unfertig an. Das fühlt sich dann noch hart unfertig an. Das ist so, nee, einfach nee. Nee. Macht man das? Was ist mit den Werbeleuten heutzutage los? Ernsthaft? Na, was macht ihr da? Was zur Hölle? Leute, ich bin sofort wieder da. Das ist sehr laut auf einmal. Dieses Kind hat versucht, seinen Trecker zusammenzubauen und ist abgerutscht und der Anhänger ist auf den Boden geknallt. Deswegen war das so laut. Ich dachte gerade nur so, was zur Hölle ist denn da jetzt los? Ei, Karamba. Hier machst du was mit, ey. Marvin. Nee. Kind, du gehst mir gerade tierisch auf den Keks. Ich zeichne und arbeite und jetzt lässt du mich bitte in Ruhe. Danke. Sapros, Humor. Nein, Corvin, es gibt kein Fernsehen, basta. Aufstand deswegen machen, macht es nicht besser. Eieiei, schafft euch niemals Kinder an. Schafft euch einfach niemals Kinder an. Das wird toll, haben sie gesagt. So richtig super, haben sie gesagt. Wir geben dir so viel, haben sie gesagt. Hey denn. Ja, ich hoffe, du hast gut geschlafen. So, nachdem ich meine Lunge eben fast verloren habe. Hi, oh Gott, Melli, guten Morgen. Alter Schwede, du hustest dich auch tot, ne? Aber ich glaube, Corvin macht dir langsam Konkurrenz.